Wie nutzt man eine Powerstation im Campervan als zentrale Stromversorgung? Wie baut man die da ein? Also wie verkabelt man das, sodass das effektiv nutzbar ist? Das ist Thema dieses Videos. In Marias Camper habe ich ja die AC200P Powerstation von Power.org eingebaut. Und wie ich die angeschlossen habe, was ich mir da für Tricks noch eingefallen lassen habe, damit das Aufladen zum Beispiel ein bisschen komfortabler wird. Und was wir überhaupt für Erfahrungen damit haben, dazu werde ich auch noch ein paar Updates jetzt hier geben zu dieser Powerstation. Außerdem habe ich auch andere Powerstations getestet hier mit der Standheizung, die hier in Marias Camper verbaut ist. Dieses Video enthält wieder viele spannende Aspekte und Betrachtungen dieser technischen Thematik. Und es ist auch wieder sehr lang geworden. Deswegen habe ich auch wieder ein Inhaltsverzeichnis gemacht. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr ein Inhaltsverzeichnis für die einzelnen Kapitel zum Anklicken. Oder wenn ihr direkt scrollt unten bei YouTube, da gibt es ja diese schöne Funktion, dass man da auch dann direkt die einzelnen Kapitel sehen kann. Also falls ihr da nur spezifische Informationen sucht, könnt ihr euch natürlich direkt im Video durchklicken. Los geht's! Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen nochmal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Direkt am Anfang ganz wichtig der Hinweis, schaut unbedingt mal bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich einige Links und Informationen reingepackt, auch aktualisierte Infos. Denn das Thema ist in meinem Kanal ja wirklich immer wieder, wird in meinem Kanal immer wieder behandelt, das Thema Camper-Elektrik und vor allen Dingen Powerstations. Und auch dieses Video wird sicherlich nicht das letzte Video sein. Und ich habe auch jetzt schon wieder neue Ideen, die ich noch ergänzen kann zu dem Thema. Deswegen schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich dann immer auch noch Hinweise zu aktualisierten Informationen. Außerdem werde ich da auch wieder Materiallisten reinpacken von allen Bauteilen und Geräten, die ich jetzt hier in dem Video zeige und erwähne. Verweise auf andere Videos, die ich schon zum Thema gemacht habe und so weiter. Ganz wichtig zum Beispiel das Video, das große Camper Elektrik 1x1. Das habe ich ja vor einiger Zeit schon veröffentlicht und da habe ich sehr ausführlich dargestellt, wie man das überhaupt angeht, so ein Projekt. Also sich überhaupt erstmal die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie Strom in meinem Camper haben will? Wie plane ich so eine Anlage? Wie kann ich die, was für verschiedene Lademöglichkeiten brauche ich? Ladebooster, Solaranlage, Landstromanschluss, ja. Und dieses Thema ist quasi so die Basis, auch für dieses Video. Weil ob ich jetzt irgendwie mir selber so eine Batterie baue und da mit verschiedenen Geräten wie Ladebooster, Solarregler und so weiter mir das selber zusammenbaue oder ob ich einfach eine Powerstation nehme und daran quasi meine Camper-Elektrik dann anschließe, das ist grundsätzlich erstmal gar nicht so verschieden, denn die Verkabelung im Auto zum Beispiel, der Landstromanschluss, die Solaranlage, also die Panels auf dem Dach und verschiedene Themen, die damit zusammenhängen, die sind immer gleich. Ja? Und ich würde auch immer empfehlen, wenn ihr euch irgendwie einen Campervan selber ausbaut, wo wirklich so eine fest installierte Elektrik irgendwie drin ist, wenn es nur Beleuchtung ist, ja, aber meistens hat man dann auch Steckdosen oder man hat irgendwo eine Kühlbox oder einen Kühlschrank fest verbaut oder wie gesagt Solarpanels am Dach. Und wenn ihr sowas macht, dann macht es immer Sinn, die Verkabelung erstmal autark so aufzubauen, dass sie in sich erstmal soweit total stimmig ist, dass da ein Sicherungsverteiler drin ist. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, beziehungsweise das kann man auch ändern im Laufe der Zeit. Möchte ich jetzt an diesen Sicherungsverteiler, an diese Camper Electric, eine Powerstation anschließen? Ja? Oder möchte ich da eine Zusatzbatterie, die ich mir selber dann quasi mit Ladebooster und Ladereglern, was ich halt so benötige, selber nochmal aufbaue, die ich mir dann selber aussuche? Und wenn man das jetzt hier so sieht, so ist ja quasi so ein Gesamtschaltplan aufgebaut, so eine Gesamtschaltung aufgebaut mit den verschiedenen Komponenten. Das, wie gesagt, habe ich im letzten Video dazu ausführlich erklärt. Und jetzt könnte man einfach sagen, wow, warum nehme ich nicht einfach eine Powerstation als zentrale Stromversorgung? Und die hat nämlich auch schon eine ganze Menge von den Funktionalitäten hier eingebaut. Laderegler, ich kann damit einfach ein Solarpanel benutzen, das kann ich einfach hier anschließen an eine Powerstation, da brauche ich gar keinen Solarladeregler mehr. Die hat in gewisser Weise auch einen Ladebooster eingebaut, beziehungsweise die Möglichkeit über Kfz Strom, Lichtmaschine, die wieder aufzuladen. Das allerdings mit Einschränkungen, da gehe ich jetzt mal noch näher drauf ein gleich. Und ich habe auch hier einen Wechselrichter schon eingebaut. Ja, genauso kann ich die auch an der Steckdose wieder aufladen. Landstrom sozusagen, Landstromanschluss habe ich hier schon. Und das macht die ganze Sache natürlich viel, viel einfacher, als wenn man sich sowas alles selber aufbauen muss. Daher kommt natürlich auch überhaupt die Idee, so eine Powerstation im Camper zu verwenden.
Allerdings hat das auch einige Nachteile, das muss man erstmal ganz klar sagen. Ich würde schon mal so ganz pauschal am Anfang generell immer sagen, wenn ihr euch so einen Camper ausbaut, der dauerhaft als Camper auch genutzt wird, wo wirklich fest installierte Elektrogeräte drin sind, Verkabelungen und so weiter, dann würde ich immer empfehlen, auch selber die Bordstromversorgung aufzubauen mit einer schönen Batterie. Da kann man sich dann einfach auch aussuchen, was man genau für eine Batterie haben möchte, mit den entsprechenden Komponenten zum Aufladen, also Ladebooster, Solarladeregler oder Ladegerät für Landstrom. Das ist einfach, hat einfach den Vorteil, dass man sich das dann selber wirklich genauso zusammenstellen kann, wie man es braucht. Und zum anderen kann man es auch im Laufe der Zeit irgendwie umbauen, erweitern. Man kann sich mal eine größere Batterie kaufen, falls man merkt, die reicht nicht aus. Oder wenn was kaputt geht, kann man einzelne Komponenten austauschen. Ja. Das hat wesentliche Vorteile. Bei einer Powerstation habe ich halt alles in einem Gerät und wenn mir irgendwas davon nicht gefällt oder wenn irgendwas kaputt geht, dann ist das ganze Gerät sofort betroffen. Ne? Und ich kann nicht irgendwie einzelne Komponenten da drin erweitern oder reparieren. Und insofern sollte das euch immer bewusst sein, wenn ihr generell ganz von vorne quasi an diese Entscheidung rangeht. Eine Powerstation hat natürlich dazu den Vorteil, dass man sie rausnehmen kann, dass man sie wirklich auch woanders verwenden kann, zu Hause als Notstromversorgung oder vielleicht in mehreren Autos oder wie auch immer. Also da ist man natürlich so gesehen flexibler. Ja? Und es ist natürlich eine große Vereinfachung, wenn man jetzt selber nicht die Möglichkeit hat, sich so eine Elektrik selbst aufzubauen und niemanden kennt, der einen da unterstützen kann. Wenn man das wirklich alles auch bezahlen muss, dann ist es natürlich auch noch ein Kostenfaktor, denn die Arbeitszeit, sich sowas selbst zu bauen, ist natürlich auch ein Faktor, der da unter Umständen noch reinspielt. Auch technisch gesehen hat eine Powerstation durchaus Nachteile, denn ein ganz wesentlicher Nachteil ist einfach die Möglichkeit, die Powerstation schnell wieder aufzuladen über die Lichtmaschine. Und bei einer Powerstation ist das begrenzt auf die Möglichkeiten des Zigarettenanzünders, denn die Powerstations sind immer so ausgelegt, dass man sie über einen Zigarettenanzünder wieder laden kann und der ist begrenzt auf maximal 10 Ampere. Also beim Ladebooster habe ich 3, 5 oder 7 Mal so schnelle Möglichkeiten, die Zusatzbatterie wieder aufzuladen während der Fahrt. Die Powerstation, wie gesagt, nur mit 10 Ampere. Das liegt einfach daran, dass der Zigarettenanzünder an sich durch die Verkabelung und durch die elektrischen Eigenschaften des Steckers nicht so viel Strom vertragen kann. Da kann man nicht so viel Strom drüber führen und 10 Ampere entspricht ungefähr 120 Watt. Das ist wirklich das Maximum, sonst schmilzt der so dahin, dieser Zigarettenanzünderstecker. Das ist schon mal einer der Hauptnachteile, denn das Aufladen während der Fahrt ist natürlich sehr praktisch und das ist auch sehr praktisch, wenn es möglichst schnell geht. Denn wenn man mal irgendwie eine Stunde fährt und dann hat man schon wieder 70 Ampere-Stunden in die Batterie geladen, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil, als wenn das nur 10 Ampere-Stunden sind. Dann kann man einfach durch den Motor nicht so schnell wieder Strom nachladen. Wenn man jetzt zum Beispiel keine Solaranlage hat oder schlechtes Wetter und einfach mobil und autark sein will, also keinen Landstromanschluss hat, dann ist das immer noch die beste Möglichkeit, während der Fahrt Strom wieder zu generieren. Ein weiterer Nachteil bei Powerstations ist auch die Leistung des 12-Volt-Ausgangs. Fast alle Powerstations haben nur einen normalen Zigarettenanzünder als 12-Volt-Ausgang. Wiederum, da ist wiederum die Begrenzung auf 10 Ampere in der Regel. Manche haben noch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, allein schon durch die Beschaffenheit des Zigarettenanzünderstecker kann man ja nicht wirklich viel mehr Strom dauerhaft drüber führen, ansonsten wird der einfach kaputt gehen. Und auch hier ist einfach die Frage dann, wie viel Leistung brauche ich in meinem Camper? Da gehe ich jetzt nicht nur mal im totalen Detail drauf ein, wie man sich das ausrechnet. Dazu, wie gesagt, habe ich ja das erste Video, das 1x1 der Camper Electric gemacht. Da habe ich das ausführlich erklärt, wie man sich sowas ausrechnet. Ganz allgemein in der Praxis, wenn ich keine Standheizung habe, dann komme ich eigentlich ganz gut hin mit diesen 10 Ampere Leistung. Da kann ich problemlos eine Kühlbox dran anschließen, eine Kompressor-Kühlbox und noch ein bisschen Beleuchtung. Dann hat ja eine Powerstation auch noch extra Ausgänge, um zum Beispiel ein Handy zu laden. Oder viele neuere Powerstations haben auch einen USB-C-Ausgang. Da kann ich dann einen Laptop, einen neueren Laptop dran betreiben, bis zu 100 Watt manchmal sogar. Also in der Summe bekomme ich aus einer Powerstation schon eine ganze Menge Energie raus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Standheizung habe, das ist ein ganz wichtiges Thema, das haben ja auch viele Camper, natürlich, macht ja auch Sinn, dann brauche ich schon eine 12-Volt-Quelle, die mehr Leistung liefert. Also ich meine jetzt eine Diesel-Standheizung, die ja gerade, wenn man sich sowas irgendwie selber ausbaut, meistens auch so verwendet wird, so eine Planar-Standheizung oder Webasto-Standheizung, wie auch immer. Und bei einer Diesel-Standheizung ist es so, dass die kurz am Anfang, wenn die zündet, recht viel Strom braucht, weil da ist ein Glühstab drin, so eine Zündkerze, eine Glühkerze, muss man richtig sagen. Und die wird entsprechend aufgeheizt, damit das Diesel da entflammt wird.
Und wenn die dann einmal läuft, dann braucht die nicht mehr viel Strom. Dann ist einfach nur noch das Gebläse plus die Benzinpumpe und noch so ein kleines Gebläse, was halt das Feuer anheizt, was also Luft in die Brennkammer bläst. Aber das sind dann in der Regel so 30, 40 Watt, was die so braucht. Also 3 Ampere ungefähr bei 12 Volt, 3, 4 Ampere. Das kann man auch problemlos mit so einer 10 Ampere Lösung über einen Zigarettenanzünder betreiben. Ja. Aber beim Aufheizen braucht die deutlich mehr Strom. Da braucht die bis zu 10, 20 Ampere, je nach Heizungstyp. Und das liefern die meisten Powerstations nicht. Und deswegen läuft die Standheizung an den meisten Powerstations nicht. Aber auch dazu gibt es dann wiederum Tricks und Lösungen. Und zu diesem Thema, damit fange ich jetzt mal an, hier direkt in die Praxis zu gehen mit diesem Video. Zu diesem Thema habe ich auch einige Powerstations mal getestet. Und zwar hier in dem Camper, den wir für Maya ausbauen. Da ist eine Webasto AirTop 2000, ist es glaube ich, Standheizung drin. Und die habe ich an verschiedenen Powerstations getestet, ob die denn damit laufen. Und wie das genau funktioniert hat, das zeige ich euch jetzt erstmal. Mein erster Kandidat ist die AC100 von PowerOrg. Und ja, ich schließe jetzt hier meine gesamte Camper-Elektrik an. Licht ist schon mal da. Das verbraucht ja ungefähr 13 Watt. Das ist natürlich alles kein Problem. Die ist auch nicht mehr ganz vollgeladen. So, jetzt habe ich mal die Standheizung gestartet. Und jetzt sehen wir hier schon ein bisschen abenteuerliches Rauf- und Runtergezähle der Leistung. Und es läuft aber, also die Standheizung kommt in Gang. Und ja, nach kurzer Zeit läuft sie dann durch, hat gezündet, Standheizung läuft. Dann haben wir mal die EB150 hier im Test als nächstes. Die benutze ich bei mir im Auto auch eigentlich hauptsächlich zum Wasserkochen. Aber das ist doch eine recht robuste Powerstation in meiner Langzeiterfahrung. Und auch hier habe ich jetzt mal die Standheizung wieder gestartet. Und dann schauen wir mal, was die dazu sagt. Und jetzt geht's los, genau. Am Licht sehe ich dann, dass die Heizung anfängt zu zünden. Das geht so, wie gesagt, so impulsartig. Da flackert dann auch das Licht, weil natürlich dann plötzlich impulsartig eine hohe Last kommt hier auf die Powerstation. Aber das verkraftet die EB150 wirklich sehr gut. Also man sieht ja auch ein bisschen schwanken, aber es geht auch über 100 Watt. Kurzzeitig, normalerweise hat halt diese Standheizung viel zu viel Leistung. Aber der Ausgang hier ist so stabil, dass er nicht abschaltet, sondern dann einfach entsprechend runterregelt. Und insofern ist es auch möglich, mit der EB150 hier die Standheizung zu betreiben. Auch die Travelbox habe ich mit der Standheizung getestet. Das ist hier die neue Version, die Travelbox V bzw. Travelbox Plus mit 555 Wattstunden. Und die hat ja einen sehr leistungsfähigen 12-Volt-Ausgang. Der bringt sogar 180 Watt, also deutlich mehr als die anderen Powerstations. Das funktioniert auch zunächst richtig gut, wenn der Akku voll ist. Allerdings mit abnehmender Akkukapazität hier, wenn er langsam leer wird, dann sinkt auch die Ausgangsspannung am 12-Volt-Ausgang bei der Travelbox. Der ist nämlich nicht stabilisiert. Und insofern hatte ich da dann auch nachher wieder das Problem, dass die Standheizung mit Unterspannung aussteigt. Das ist also auch keine zuverlässige Lösung. Auch die EcoFlow River Pro Powerstation habe ich getestet und die Powerstation schafft es auch nicht, die Standheizung zu versorgen. Hier ist entsprechend zu viel Leistung, die hier verlangt wird und da geht die Powerstation dann direkt in den Overload-Modus. Das heißt, der Ausgang wird hier überlastet und schaltet sich dann ab. Ja, wie wir gesehen haben, haben die allermeisten Powerstations nicht genug Ausgangsleistung am 12-Volt-Zigarettenanzünder, um eine Standheizung zu betreiben. Und wenn man dann, wie gesagt, sogar noch Kühlbox oder sowas parallel dazu betreiben will, was ja eher der Standard ist, dann sowieso nicht mehr. Insofern sind die leider nicht dazu geeignet. Auch die EB150 hier, die mit der Standheizung erstmal ja gut lief, kommt natürlich sehr schnell an ihre Grenzen, wenn man noch parallel andere Verbraucher irgendwie dann da dran hat. Und außerdem ist es auch so, dass die Standheizung eigentlich zu wenig Strom bekommt, auch von dieser Powerstation. Das funktioniert noch ganz gut, weil der Ausgang so stabilisiert ist, dass er quasi nicht abschaltet, sondern immer wieder den Strom runterregelt. Ja, aber ob die Standheizung da dauerhaft sauber dran läuft, das möchte ich auch mal bezweifeln. Denn der Glühstab in so einer Dieselstandheizung, der brennt sich zum Beispiel auch frei, wenn die wieder ausgeschaltet wird. Ja, dann kriegt er wieder Strom und brennt sich frei, damit da keine Rückstände, keine Schlacken und sowas sich ansammeln. Und wenn der dann gar nicht genug Strom kriegt zum Beispiel, dann kann es gut sein, dass es auf Dauer der Standheizung gar nicht gut tut. Also da sollte man eigentlich immer eine Lösung wählen, die dann auch wirklich die Leistung unterstützt, die die Standheizung braucht. Es gibt einen Trick, den man noch anwenden kann, den möchte ich euch noch zeigen. Und zwar, haben auch einige Leute in Kommentaren geschrieben zu meinen YouTube-Videos, zu dem letzten YouTube-Video vor allen Dingen, das große Camper 1x1. Und an der Stelle nochmal ganz vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare. Auch wenn ihr Fragen stellt und so, das hilft mir immer, um einfach nochmal zu überlegen, okay, das ist noch nicht klar, ja, oder ich kriege dadurch oft auch noch neue Ideen, was man noch machen könnte, was man ausprobieren könnte. Und eine Sache, das hat jemand auch geschrieben,
warum nicht ein Netzteil verwenden an einem, ein ganz normales 12-Volt-Netzteil. Es gibt ja so externe Netzteile, die man ganz normal hier an der Steckdose anschließen kann, zu Hause. Zum Beispiel, um eine Kühlbox zu Hause irgendwie zu betreiben oder so, eine 12-Volt-Kühlbox oder irgendein Gerät. Und hier dieses Netzteil von RGBA, ja, das hat eine Leistung von, sieht man das? Ich guck mal gerade, ja genau. Das hat eine Leistung von 15 Ampere, ja, 12 Volt, 15 Ampere. Also 180 Watt habe ich hier an der Zigarettenanzünder-Steckdose, an der Zigarettenanzünderbuchse. Und das kann ich jetzt natürlich auch einfach in eine Powerstation, in den 230 Volt Ausgang stecken, ja, und mir dann quasi einen zusätzlichen 12 Volt Ausgang hier in der Powerstation dran bauen, ja. Es ist natürlich so ein bisschen hintenrum durchs Knie geschossen, da muss man sich klar sein, weil die Powerstation muss die Spannung hoch transformieren im Wechselrichter und in dem Netzteil wird es wieder runter transformiert. Da sind natürlich Verluste bei. Aber wenn man, wie gesagt, sagt irgendwie, ich will irgendwie mit einer Powerstation wirklich meinen ganzen Camper versorgen, dann ist es durchaus eine mögliche Lösung. Theoretisch. Und ob es wirklich praktisch auch funktioniert, das habe ich natürlich auch für euch ausprobiert. Und jetzt habe ich hier wieder einen ganz normalen Zigarettenanzünderstecker. Und hier habe ich, wie gesagt, 12 Volt, 15 Ampere. Dann habe ich mein Messgerät hier wieder dazwischen angeschlossen. Das hängt jetzt direkt am Ausgang hier von dem RGBA-Netzteil. 12,2 Volt Spannung, 0,8 Ampere fließen im Moment. 9,7 Watt, 16 Watt zeigt die Powerstation. Das ist natürlich mehr, weil die Powerstation hier selber verbraucht jetzt natürlich mehr Strom, der Wechselrichter und auch das RGBA-Netzteil braucht Strom. Also Verlust habe ich hier natürlich mehr. Aber jetzt schauen wir mal, was funktioniert. Heizung wird gestartet und jawohl, hier wird richtig viel Leistung jetzt rausgezogen. Das ist überhaupt kein Problem bei dem Netzteil. Das funktioniert natürlich hervorragend. Die Spannung ist auch ein bisschen niedriger jetzt. Das kommt allerdings auch, muss man jetzt nochmal sagen, ein bisschen durch die relativ dünnen Kabel, die ich hier verwendet habe. Da sollte man dann schon vernünftige Querschnitte nehmen und alles schön fest verkabeln, ohne die Zigarettenanzünderstecker und so weiter. Aber das funktioniert insofern auf jeden Fall einwandfrei über dieses Netzteil. Und das ist jetzt exemplarisch mit der EcoFlow Powerstation. Das funktioniert natürlich an jeder Powerstation, die hier eine entsprechende Leistung für das Netzteil bringt, nämlich ungefähr dann 200 Watt Ausgang am Wechselrichter. Ja, das funktioniert also richtig gut. Und wenn man jetzt schön den Strom aufteilt an der Powerstation, das heißt Licht und Kühlbox und so diese, was man ansonsten im Camper so braucht, USB-Buchsen sind ja sowieso in der Powerstation, auch ein Laptop, neueren über USB-C, wenn man darüber seinen Laptop mit Strom versorgen kann, kann man an alle modernen Powerstations ja anschließen. Und wenn man dann die Standheizung einfach über dieses Netzteil hier anschließt und den ganzen Rest über den 12-Volt-Ausgang, Licht und Kühlbox und so weiter, dann hat man die Powerstation wirklich optimal genutzt, um sogar eine Standheizung damit betreiben zu können. Und es wäre durchaus eine mögliche Alternative, ne? Ein bisschen unschön ist es schon, weil ich bin nicht mehr so der Fan, wenn man dann immer mehr drum herum baut und noch ein Gerät. Und eigentlich ist es ja auch ein Hack, ne? Wenn das zu viel wird, irgendwann macht das alles keinen Sinn mehr, so eine Powerstation zu verwenden, ne? Das muss ich da auf jeden Fall auch nochmal sagen, wenn ich so da drauf schaue. Ich würde mir generell dann schon überlegen, macht das nicht wirklich Sinn, mir selber mit einer Batterie und den entsprechenden Geräten irgendwie da so eine Zusatzstromversorgung zu bauen. Aber wie gesagt, das habe ich am Anfang ja schon mal beschrieben, Vor- und Nachteile und so. Und wer irgendwie, wem das wichtig ist, das mit einer Powerstation zu machen, der kann sich damit auf jeden Fall noch zusätzlich einen 12-Volt-Ausgang mit höherer Leistung dran bauen. Nun ist es aber so, dass es auch Powerstations gibt, die tatsächlich die Möglichkeiten haben, mehr Strom am 12-Volt-Ausgang abzunehmen, beziehungsweise die haben einen extra 12-Volt-Ausgang für mehr Strom. Bei mir war es so, dass ich die AC200P Anfang des Jahres ja bekommen habe. Das ist hier die fette Powerstation von PowerOrg, 2000 Wattstunden Akku, 2000 Watt Wechselrichter. Die AC200P hat durch ihren 12-Volt-Ausgang mit 25 Ampere maximaler Leistung hier über diesen Stecker, ich habe mir ja hier so ein Adapterkabel entsprechend selber gebastelt mit diesem Stecker hier, und damit gehe ich jetzt hier auf meine zentrale Stromversorgung, die hier über den Sicherungskasten ja entsprechend verkabelt ist. Und hier ist auch die Standheizung jetzt angeschlossen. Diese Powerstation kann ich jetzt wirklich als zentrale Stromversorgung benutzen, weil diese 25 Ampere, die mir jetzt zur Verfügung stehen, die sind wirklich ausreichend, um parallel hier mehrere Sachen auch zu betreiben. Licht, Kühlbox natürlich. Mache ich mal ein hier, schalte mal die Kühlbox noch an. Dann sehen wir auch schon, dass hier die Leistung jetzt ein bisschen höher geht. Ich gehe mal hier auf den DC-Ausgang. 13,4 Volt liefert sie hier, 45 Watt habe ich jetzt. Und jetzt mache ich mal die Standheizung dazu noch an. Auch da ist beim Zündvorgang ganz am Anfang flimmert ein bisschen das Licht hier. Das ist aber minimal. Und jetzt sehen wir schon hier 127 Watt. Also hier geht jetzt einiges an Leistung erstmal raus zum Zünden der Standheizung.
und durch die Heizung, wie gesagt, wird ein bisschen Flimmern erzeugt. Die Spannung ist aber laut Anzeige trotzdem stabil hier, 13,4 Volt. Hier habe ich 12,7 Volt, das ist natürlich ein bisschen weniger. Warte mal, man sieht das glaube ich gar nicht. Ich gehe mal ein bisschen höher mit der Kamera. So. 12,9 Volt jetzt. Durch die Verkabelung hier gibt es ein bisschen Spannungsabfall, deswegen habe ich hier ein bisschen weniger Spannung, als die Powerstation selber rausgibt. Es gibt natürlich auch ein paar Toleranzen in den Anzeigen, also stimmt nicht genau auf den Komma-Werte, wird schon 1-2% Toleranz sein. So, und die Heizung läuft jetzt schön an. Und das ist also wirklich mit dieser Powerstation kein Problem. Das haben wir jetzt auch einige Male benutzt, ausprobiert, getestet. Da gibt es überhaupt kein Problem hier. Was habe ich erlebt mit der Powerstation? Ja, also erstmal war die ständig an, obwohl ich sie ausgemacht habe. Da haben wir dann festgestellt, oder das hast du dann mir gesagt, ich habe dich ja, glaube ich, irgendwann mal angerufen oder so. Da hast du dann gesagt, ja, das kommt automatisch, wenn Sonne scheint, dann geht automatisch die Powerstation wieder an. Das war für mich erstmal, also da musste ich mich dran gewöhnen. Wenn man das einmal weiß, ist es aber auch wieder gut. Ich habe halt gedacht, ich wäre zu blöd, die auszumachen. Dann war noch das Ding, was dann auch wieder damit zu tun hatte, die geht an, sobald Licht drauf kommt. Aber es war ein scheiß bewölkter Tag, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Und dann ist der Eigenverbrauch von der Powerstation irgendwie höher als der Nutzen von dem Licht, das sie reinzieht. Ne? Also da muss man nochmal genauer irgendwie gucken, beziehungsweise ich habe ja auch einen Off-Schalter. Da muss man dann echt manuell nochmal das ausschalten. Also weil dann zieht der mehr, als er aufladen kann, wenn nur so bewölktes Wetter ist. Genau, das war das, was wir erlebt haben. Und allgemein, dass der du hast das Eigenverbrauch, ne, von dem Gerät irgendwie genannt, der ist relativ hoch wohl, sagst du. Da musst du jetzt nochmal genauer zu. Also genau, also das hast du schon sehr schön erklärt. Nämlich, es ist so, wenn man per Solar hier diese Powerstation wieder auflädt, dann lädt die automatisch, das heißt, die geht automatisch an, man muss sie nicht einschalten. Das hat natürlich einerseits den Vorteil, dass man einfach, wenn Licht wiederkommt, wenn Solar irgendwie Ertrag ist, wenn die Sonne drauf scheint, dass dann auch die automatisch beginnt zu laden. Hat aber den großen Nachteil, dass sie auch nicht mehr ausgeht dann. Und sie geht dann auch wirklich komplett an. Das heißt, das Display geht an und quasi diese ganze Steuerungselektronik, und die verbraucht halt Strom. Und so nach meiner Erfahrung, wie ich so ein bisschen gemessen habe, nach der Zeit ungefähr 0,5% von der Akkuleistung gehen pro Stunde drauf, wenn man das Display anhat und wenn man noch den DC-Ausgang anhat. Also wenn man die quasi ganz normal hier so im Camper als Versorgung benutzt, ohne dass man irgendwas anhat. Ja. Das heißt, das sind schon 10 Watt. In 24 Stunden habe ich dann schon 12% dieser Akkuleistung verbraucht. Das ist echt viel, ne? Das muss man sich bewusst sein. Dazu kann man die auch auf Eco-Modus stellen. Das sollte man dann auch immer machen. Hier gibt es noch so ein Settings-Menü, da gibt es diesen Eco-Modus. Und wenn der auf On steht, yes, dann ist es zumindest so, dass sie nach 4 Stunden von selber ausgeht. Wenn in 4 Stunden nichts passiert. Mhm. Also nachts zum Beispiel. Ja, da gibt es aber echt noch viel Verbesserungspotenzial. Das könnte man wirklich deutlich verbessern, dass das Display sich irgendwie abschaltet oder dass das irgendwie... Komm rein. Ja, das geht ja nicht. Ja, du willst mitspielen, ne? Ja, ansonsten hat alles immer super funktioniert. Standheizung, Licht, Kühlschrank und so. Das kann ich natürlich ohne Probleme. Ja, warte. Was mir noch einfällt, das Licht flackert sehr, ne, wenn man die anmacht. Wenn man die Standheizung anmacht. Ja, es muss stimmt. Gekuschelt werden währenddessen. Genau. Das allerdings liegt nur an der Standheizung, jetzt auch in der Kombination mit der Powerstation. Das ist auch okay. Nur beim Starten von der Standheizung. Ja, ja. Zudem sind diese LED-Lampen, die wir inzwischen auch hier auf unserer wunderschönen Decke montiert haben, wo wir diese Decke da reingebaut haben, besser gesagt Maya, und wie sie das so schön gemacht hat, das zeige ich euch nochmal, zeigen wir euch nochmal in einem extra Video. Genau, also das Licht flackert manchmal, wenn die Standheizung startet. Das wird ja wieder ein lustiges Video. Juma, geht's? Ja? Kommst klar da oben? Ja? Muss gerade mal ein bisschen umarmen, ne? Ja, das muss mal sein, ne? Du bist eine Marke, bist du. Ja. Ja, ach so, noch was mir einfällt. Du hast, also was mich ja übelst ängstigt, weil ich ja so eine Frierhippe bin und ne, mit Kälte ja echt ein mega Thema habe, ist, dass die wohl ab plus 5 Grad oder irgendwie so nicht mehr funktioniert. Und das Blöde ist ja dann, dass
die Standheizung dann ja nicht mehr geht, weil die Powerstation die nicht mehr anschmeißen kann. Also das ist dann irgendwie so, da beißt sich dann gerade die Katze in den Schwanz. Das ist ein wichtiges Thema. Es gab da auch einige Verwirrungen. Und ich habe ja auch inzwischen eine neue Version bekommen von PowerWalk. Das ist schon die zweite Version von der AC200P, beziehungsweise da gab es Software-Update. Ich zeige euch mal gerade die Software-Version hier. Man kann das ganz einfach abrufen, indem man hier auf Data geht. Und dann gibt es hier die Option Product Info. Und diese Software-Version ist die aktuelle, die ich jetzt hier habe. Auf die beziehe ich mich. Es unterscheidet sich hier in diesen Kommastellen zu der alten, zu der allerersten Version. Und was ist hier anders? Also zum einen wurden hier die Temperaturanzeigen angepasst. Normalerweise hatte ich bei der ersten Version, wenn ich zum Beispiel auf Solar gehe, hatte ich hier auch eine Temperaturanzeige in dieser Anzeige, die mir eine aktuelle Temperatur quasi des Solarladereglers angezeigt hat. Genauso war es auch beim Wechselrichter. Ja, wenn ich hier zum Beispiel auf Wechselrichter gehe, hatte ich hier eine Temperaturanzeige drin. Die ist hier nicht mehr drin. Und zwar hat das im Hintergrund, die Temperaturanzeigen, die waren nicht geeicht in dem Sinne, dass die auf die Außentemperatur oder auf einen realen Wert geeicht waren, sondern das sind technische Daten gewesen. Also technische Sensoren sind hier natürlich drin. Und dadurch kam es natürlich bei einigen Leuten dazu Verwirrungen. Das hat PowerWalk jetzt in der neuen Softwareversion entfernt. Es gibt jetzt hier noch im Bereich Data eine Anzeige der Temperatur, die zentral ist, 13 Grad aktuell. Und das ist die richtige Temperatur, auf die sich jetzt hier die Powerstation auch umgebungstemperaturmäßig bezieht. Das ist auch durchaus wichtig, denn diese Powerstation aufgrund der Technik mit der Lithiumbatterie funktioniert laut den Angaben in der Beschreibung der technischen Daten nicht unter 0 Grad. Und das kann natürlich ein Problem werden. Bei Lithium-Akkus ist es immer so das Problem, dass die unter 0 Grad nicht mehr aufgeladen werden können und nur noch eingeschränkt entladen werden können. Und so scheint das hier bei diesem Gerät so zu sein, dass die unter 5 Grad, beziehungsweise unter 0 Grad, aber da ist so eine Sicherheitstoleranz wohl unter 5 Grad, gar nicht mehr funktioniert. Das ist aber nur die Theorie. Wir konnten es noch nicht überprüfen, mangels idealer Bedingungen. Angeblich ist das auch in der neuen Softwareversion, die ich hier habe, ich habe ja inzwischen nochmal eine neue, ist das irgendwie verändert worden oder so. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Das werden wir nochmal überprüfen, jetzt im Winter. Da werden wir noch Erfahrungen mit sammeln. Also das ist eigentlich, also ist das Ding ja schon ziemlich cool. Und versorgt alles ganz gut. Und das hat ja eigentlich auch alles gut geklappt mit deiner Verkabelung. Und also da bin ich schon sehr begeistert. Blöd, so Sachen sind halt blöd irgendwie, wenn dann irgendwie wegen bei 5 Grad die Heizung nicht funktioniert, wo man gerade die Heizung braucht. Ne? Also das sind halt so irgendwie schon Totschlagargumente in gewisser Weise. Und gleichzeitig, man wird immer wieder Möglichkeiten finden, das anders zu lösen. Genau. Und Verkabelung ist das richtige Stichwort. Das zeige ich euch jetzt nochmal ganz genau, wie ich die überhaupt angeschlossen habe und wie man generell so eine Powerstation im Camper anschließt, sodass die quasi da dauerhaft gut mit dem Elektrik im Auto verbunden ist, auch beim Aufladen mit dem Kfz vorne. Da habe ich mir nämlich auch was Tolles einfallen lassen, wie man das ganz einfach umschalten kann zwischen Solar und Elektro. Und das gibt's jetzt zu sehen. Basis ist die fertige Verdrahtung und die fertige Verteilung hier in Majas Camper. Wie ich hier alle Kabel verlegt habe, wie wir das alles geplant haben, was hier für einzelne Geräte angeschlossen sind und so weiter und so weiter. Das habt ihr ja im ersten Video gesehen, das große Camper 1x1. Wenn ihr da noch irgendwie Informationen braucht, schaut da mal rein. Am Eingang von dem Sicherungsverteiler habe ich ein zentrales Kabel angeschlossen, plus minus. Ja, das könnte ich jetzt einfach an eine Zusatzbatterie anschließen, wie man das üblicherweise macht, oder eben auch an eine Powerstation. Und ich habe mir jetzt einfach hier so einen Stecker dran gelötet, ein XT60 Stecker ist das. Diese Stecker sind aus dem Modellbau bekannt. Das benutzt man hier auch zur Stromversorgung mit Akkus zum Beispiel. Die können entsprechende Stromstärken vertragen. Und für die PowerOAK AC200P gibt es ein Adapterkabel von diesem Aviation Stecker. Das ist ja hier dieser China Stecker an der PowerOAK mit dem 25 Ampere 12 Volt Ausgang. Und insofern kann ich das jetzt hier einfach zusammenstecken und dann habe ich meine Powerstation hier komplett verbunden mit der ganzen Camper Elektrik. Und das Schöne ist ja, dass es so modular aufgebaut ist, wie ich am Anfang erklärt habe. Und dadurch könnte ich jetzt auch eine beliebige andere Powerstation einfach hier einbauen. Hier habe ich mir zum Beispiel mit dem ganz normalen Zigarettenanzünderstecker so ein Adapterkabel auch gebaut. Und da kann ich das dann ganz normal in den Zigarettenanzünderausgang einer beliebigen Powerstation einstecken. Natürlich jetzt mit den bekannten und bereits erwähnten Einschränkungen, was die Leistung angeht. Also keine Standheizung und so weiter. Hier sollte man auf jeden Fall einen sehr hochwertigen, guten Stecker nehmen, damit er auch die entsprechend hohen Ströme aushalten kann. Billige Stecker, die verschmoren wirklich sehr schnell. Dieser Hama-Stecker hier, der ist wirklich ganz gut, den kann ich empfehlen. Verlinke ich euch auch unter dem Video.
Übrigens haben ja eigentlich alle Powerstations auch zusätzliche 12-Volt-Ausgänge, nämlich hier diese DC-Buchsen, 12 Volt 3 Ampere hier zum Beispiel bei der PowerOrg AC200P. Sowas benutze ich eigentlich nie, das habe ich auch irgendwie bei meinen ganzen Tests immer irgendwie geschlabbert. Aber wenn man jetzt natürlich wirklich alles effektiv nutzen will und hier zum Beispiel noch Licht anschließt oder so, dann macht das auch durchaus Sinn, die zu nutzen. Ne? Da kann man auch nochmal extra Leistung rausziehen. Die ganzen anderen Ausgänge von der Powerstation kann ich jetzt natürlich ganz normal so benutzen, wie ich das immer auch mit einer Powerstation ja so mache. Also die ganzen USB-Ausgänge und so kann ich hier direkt benutzen. Und auch die 32 Volt Steckdosen natürlich, wenn ich mal 32 Volt Strom brauche. Ich habe hier so nochmal eine kleine Verlängerung auch angeschlossen. Die habe ich rübergelegt. Da ist dann noch eine Steckdose an der Küchenzeile, sodass dann da drüben auch 32 Volt Strom in der Steckdose zur Verfügung ist, falls man das mal braucht. Wie bekommen wir jetzt wieder Energie rein in die Powerstation? Kommen wir mal zu diesem wichtigen Thema. Da gibt es in der Regel ja drei Möglichkeiten bei Powerstations. Über Landstrom, also ganz normal über eine Steckdose, über das Netzteil wieder aufladen, über Solaranlage und über Kfz-Lichtmaschine bzw. Zigarettenanzünder. Da ist ja meistens so ein Zigarettenanzünderstecker. Und da gibt es jetzt gerade im Camper natürlich noch ein bisschen was zu optimieren und da habe ich mir auch einiges einfallen lassen. Das werde ich euch jetzt zeigen. Fangen wir an mit dem Thema Landstrom. Als allererstes haben wir natürlich die Möglichkeit, die Powerstation an einer 230 Volt Steckdose wieder aufzuladen, also ganz normal mit dem Netzteil. Und hier in Meyers Camper haben wir ja auch eine Außensteckdose eingebaut. Da wird ganz normal der Strom eingespeist, wenn man Landstrom hat. Und so wie sich das hier VDE-gerecht gehört, gibt es dazu erstmal einen Sicherungskasten hier innen drin mit einem FI-Schutzschalter und einem Sicherungsschalter, einem Leitungsschutzschalter. Und darunter habe ich einfach eine Dreiersteckdose angebracht. Und da ist jetzt quasi mein Landstrom verfügbar, sobald ich den draußen angesteckt habe. Und genau da habe ich einfach das Netzteil eingesteckt von der Powerstation. Und so wird die dann auch automatisch aufgeladen, sobald ich irgendwie Landstrom habe. Bei den meisten Powerstations ist es ja so, dass die zwar gleichzeitig aufgeladen werden können und auch wieder Strom abgeben können. Das ist überhaupt bei allen Powerstations übrigens gar kein Problem. Man kann die immer gleichzeitig aufladen, egal über welche Quelle, und auch dann benutzen gleichzeitig. Aber bei Landstrom zum Beispiel, das ist jetzt noch wichtig zu beachten, kann es ja sein, dass ich sehr viel, oder nicht nur bei Landstrom, sondern es kann generell sein, dass ich einen großen Verbraucher angeschlossen habe. Also nehmen wir mal zum Beispiel einen Föhn hier bei der AC200P und da ein 1500 Watt rausziehe über den Wechselrichter. Und wenn ich dann gleichzeitig Landstrom habe und die auch wieder auflade, dann kann ich aber nur mit maximal 600 Watt aufladen, hier bei der AC200P. Also gar nicht so viel reinbringen, wie ich eigentlich gleichzeitig rausziehe. Und in dem Fall macht es natürlich dann Sinn, den Verbraucher, den man da am Wechselrichter betreibt, bei Landstrom direkt in diese Dreiersteckdose hier bei mir umzustecken. Ansonsten würde ich auch hier den Akku belasten, da das Netzteil gar nicht so schnell Strom liefern kann. Es gibt natürlich auch Powerstations, bei denen das schon viel besser gelöst ist. Die haben sozusagen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Im Moment kenne ich nur eine Serie oder eine Modellreihe, nämlich die von EcoFlow. Die haben das fast alle. Da kann man dann, wenn man Landstrom hat, quasi den Landstrom benutzen an der Steckdose und gleichzeitig wird die trotzdem noch aufgeladen und der Akku wird da gar nicht belastet. Das ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich noch von Modell zu Modell, aber grundsätzlich haben die schon diese Funktion und das ist natürlich auf jeden Fall ein Vorteil. Die wohl wichtigste Funktion im Camper, die Powerstation wieder aufzuladen, ist über Solar und über Kfz-Zigarettenanzünder, also beim Fahren. Und wir haben hier auf Meyers Camper auch ja eine Solaranlage installiert. Auch das habt ihr in dem Video Camper 1x1 vielleicht schon ausführlich gesehen. Da habe ich das auch ausführlich gezeigt. Wir haben ja 300 Watt Solar drauf, 2x 150 Watt von Enjoy Solar. Und ich habe hier die Panels so aufs Dach gebaut, dass ich die Verkabelung einzeln nach unten geführt habe. Man könnte die jetzt normalerweise natürlich auch auf dem Dach schon irgendwie zusammenschalten, parallel oder in Serie. Und ich habe das aber einzeln gemacht, denn je nach Art, wie man die zusammenschaltet, bei Parallelschaltung zum Beispiel, ändert sich die Spannung nicht. Also da haben beide Panels dann die Spannung, die auch ein Panel hat, Solarspannung. Wenn man die aber in Reihe schaltet, also hintereinander steckt, dann verdoppelt sich die Spannung bzw. addiert sich. Aber man sollte sowieso immer nur gleiche Panels hintereinander schalten. Also man darf nur gleiche Panels, genau gleiche Panels zusammenschalten. Insofern verdoppelt sich dann hier die Spannung. So ist das bei uns auch. Und dadurch erst haben wir die Möglichkeit, die AC200P vernünftig über Solar hier aufzuladen. Denn die AC200P, die hat eine sehr hohe minimale Eingangsspannung, die verlangt. Ab 40 Volt lädt die erst über Solar auf. Das ist im Vergleich zu allen anderen Powerstations sehr hoch. Da haben die anderen Powerstations in Anführungszeichen den Vorteil, dass sie auch mit weniger schon laden und auch zum Beispiel mit einem Panel. Hier braucht man entweder ein Panel, was eine sehr hohe Spannung schon liefert, oder halt man schaltet zwei in Reihe. Und damit ich das Ganze immer variabel halten kann, damit ich das auch wieder ändern kann für eine andere Powerstation, damit ich hier so quasi alles Mögliche auch ausprobieren kann, habe ich die Verkabelung einzeln nach unten geführt und kann jetzt hier meine MC4-Stecker zusammenstecken, hier in meiner Elektroverteilung.
Und dann geht das ganz normal über den Adapterstecker an die Powerstation. So wäre die einfachste Lösung. Also ich stecke das dann einfach mit diesem beiliegenden Adapterkabel. MC4-Stecker haben ja alle Powerstations in der Regel immer dabei an den Eingang. Aber jetzt ist ja noch so, dass ich auch noch die Möglichkeit habe, über Kfz aufzuladen. Und das möchte ich natürlich auch nutzen. Und zwar ohne, dass ich da jedes Mal irgendwie Stecker umstecken muss. Denn das ist der gleiche Eingang. Glücklicherweise hat die AC200P schon zwei Eingänge zum Aufladen. Einmal für das Netzteil und halt einen weiteren für Solar und Kfz. Aber den muss ich halt dann doch irgendwie umstecken oder umschalten. Und genau das ist das Stichwort. Umschalten, das ist doch wesentlich einfacher als umzustecken. Und was ich mir dazu überlegt habe, das zeige ich euch jetzt. Ja, herzlich willkommen in JBs Elektro-Kochstudio. Heute kochen wir uns eine automatische, nee, nicht automatische, aber eine manuelle Umschaltung zwischen Solarladung und Kfz-Lichtmaschinenladung für eine Powerstation. Und dazu... Das heißt, also für die Leute, die das nicht so schnell verstehen wie ich, das heißt, ich kann dann umstellen, ob dieses Gerät von Solar oder vom Motorantrieb geladen wird, richtig? Richtig. Ja. Genau, aber man kann ja entweder per Kfz-Stecker, da sind ja immer so Adapterkabel bei den Powerstations, da kann man mit so einem Kabel per Kfz-Stecker aufladen oder über Solar, aber man muss das immer umstecken dann. Ne? Und das ist ja lästig, wenn ich jetzt hier im Auto unterwegs bin, dann habe ich Solar und dann möchte ich einfach sagen, jetzt will ich über Kfz-Motor laden, also über den Kfz-Stecker oder halt über die Motorbatterie. Und ich will auch keinen Kfz-Stecker haben oder so, das baue ich nämlich jetzt richtig cool hier. Ich werde das so fest verkabeln mit der Autobatterie vorne, dass man quasi automatisch, wenn der Motor läuft, Strom hier bekommt mit, über einen Batteriewächter. Nämlich habe hier jetzt meine Zutaten hier, ja, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Hier ist ein Batteriewächter und der lässt nur Strom durch, wenn der eine gewisse, die Spannung einen gewissen Wert hat, nämlich wenn die Lichtmaschine läuft, über 12,8 oder 13. Also wenn der Motor auch läuft quasi. Genau, das kann man so einstellen, das werde ich nachher machen, den kann man programmieren, so dass der wirklich nur über 13 Volt also zuschaltet. Ja. Und dann geht diese Spannung auf diesen Nockenschalter. Ja, den finde ich wunderschön, diesen. Und da kann ich dann umschalten, möchte ich jetzt in die Powerstation den Kfz-Strom vom Batteriewächter, also Kfz-Lademodus oder Solar-Lademodus. Oder gar nichts. Oder gar nichts, genau. Das, geht das ist doch super, dann hat man ja jetzt gleichzeitig auch ein Aus. Also kann ich die doch ausmachen. Wenn ich da auf Null stelle und die ausmache, dann kriegt die keine Ladung und springt nicht mehr automatisch an. Genau. Ja. Super, das Problem direkt mit noch gelöst. Geil. Ja, so. Und wo kommt das hin? Ja, ich habe das jetzt hier mir so überlegt, dass ich das erstmal auf so ein Brettchen baue, weil dann kann ich das besser schon mal vorverdrahten mit dem Nockenschalter. Ja. Aha. Da drin ist ein bisschen eng natürlich. Ja, ja. Und dann kann vor allem schon voller Kabelsalat. Genau, und dann werde ich das hier einbauen einfach. Kann ich das hier nochmal reinschrauben. Ne? So, hier einfach dran, dass es hier drin ist. Ja, super. Das bleibt auch hier hinter der Tür, weil eigentlich muss man das nicht immer hin und her schalten. Ne? Ja. Das wird man so wählen. Im Sommer macht es sowieso Sinn, das auch auf Solar zu lassen. Wir haben ja 300 Watt Solar. Ja, ja. Das ist meistens die beste Methode. Aber wenn man jetzt schlechtes Wetter hat oder im Winter, wenn die Sonne flach ist, kann man sagen, ach, ich mache das jetzt auf Kfz-Modus. Und in der Powerstation muss man das eh auch nochmal manuell in der Powerstation umschalten. Mhm. Und deswegen... macht das Sinn oder habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das einfach hier so Ja, das finde ich gut. Oder? Aber die Möglichkeit besteht halt. Besteht, aber man muss jetzt auch nicht dauernd hin und her schalten. Ja. Das wird sich dann auch zeigen, wie es im Alltag die beste Lösung ist. Ja, ja. Cool. Sehr cool. Gefällt mir. Ich verwende hier den Spannungswächter Voltage Guard 2. Das ist so ein Spannungswächter, der kommt aus dem Bootsbereich. Der ist recht komfortabel. Den kann man nämlich programmieren. Da kann man einfach die Spannungsschwellen, ab wann der dann einschalten soll und wieder ausschalten soll und noch eine ganze Menge mehr kann man programmieren. Und zusammen mit diesem Nockenschalter hier, der zweipolig die zwei Eingänge umschaltet auf einen Ausgang, baue ich mir jetzt den Umschalter hier. Die Verbindung vorne zur Lichtmaschine, die war hier ja quasi schon vorhanden. Wir hatten ja schon ein Trennrelais früher in dem Auto drin, als wir das gekauft hatten. Das habe ich einfach ausgebaut und dann das Kabel durchgeschliffen bzw. direkt an die Batterie vorne angeschlossen, natürlich über eine Sicherung. Und genau so sollte man es machen. Ein Kabel mit 6 Quadrat oder größer über eine entsprechende Sicherung in den Innenraum legen. Bei mir kommt das jetzt hier an diesen Kontakten an. Da habe ich einfach so Batterieklemmen mit auf meine Verteilungsplatte hier montiert. Und von da aus gehe ich jetzt in den Spannungswächter und von da aus zum Nockenschalter. Ebenso werde ich die Solaranlage hier an den Nockenschalter anschließen und der Ausgang vom Nockenschalter führt dann zum Ladeeingang der Powerstation.
So sieht dann der ganze Schaltplan aus. So werden alle Teile miteinander verkabelt. Oben ist der Nockenschalter zu sehen. Die Anschlüsse sind da ja nummeriert. Den Schaltplan verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung zum Runterladen. Unten am Eingang vom Spannungswächter, also am Ende von dem Kabel zur Autobatterie, da muss auch wieder eine Sicherung eingeplant werden. Das ist wichtig, damit das Kabel geschützt ist. Und den Spannungswächter kann man jetzt programmieren. Das ist gut beschrieben hier in der Anleitung. Da kann man alle möglichen Parameter einstellen. Das Wichtige ist die Ausschaltschwelle. Das habe ich hier mal auf 12,5 Volt eingestellt. Das bedeutet, sinkt die Spannung unter diese Schwelle, also unter 12,5 Volt, dann trennt der Spannungswächter die Batterie vorne. Und die Einschaltschwelle habe ich hier mal auf 13,5 Volt gestellt. Wahrscheinlich kann man die noch ein bisschen runterstellen, dann ist noch ein bisschen effektiver, also so knapp 13 Volt. Und diese Spannung kommt nur vor, wenn die Lichtmaschine läuft, und dann weiß der Spannungswächter, okay, jetzt läuft der Motor, und dann kann ich die beiden Batterien verbinden. Man kann jetzt noch Verzögerungen einstellen, das macht auch Sinn. All das ist ganz gut in der Bedienungsanleitung beschrieben. So, fertig. Umschaltbox hier eingebaut, ja? Ja. Und jetzt können wir damit umschalten zwischen Aufladung Solar oder Aufladung Kfz, ja? Okay. Jetzt wollen wir das mal ausprobieren über Kfz. Dazu muss ich hier in dem Fall bei der AC 200P Powerstation, muss ich das ja auch an der Powerstation einstellen. Habe ich aber, glaube ich, schon gemacht, ne? Gucken wir nochmal DC Input Source auf Car. Genau, das ist richtig. Das heißt, jetzt können wir hier während der Fahrt das Ganze aufladen. Ich mache mal den Motor jetzt an. Jetzt schauen wir mal. Dann wird hier der Spannungswächter gleich Spannung zeigen. So. Spannend. Und jetzt? Was macht der jetzt, der Spannungswächter? Warte mal. Muss mal einmal da drauf drücken, damit der angeht. So, jetzt sehen wir. Da unten. Ah ja, da. 14,8 Volt kommt jetzt hier von der Lichtmaschine, und der Spannungswächter hat jetzt hier durchgeschaltet. Der kann mehr als 12 Volt. Ja, wenn die Lichtmaschine läuft, dann ist die Spannung immer höher. Daran erkenne ich ja gerade, dass die Lichtmaschine läuft. Und da hat der Spannungswächter durchgeschaltet. Und jetzt sehen wir hier 125 Watt. 126. Das funktioniert schon mal sehr gut, und auf einer kleinen Testfahrt habe ich natürlich auch die Solarladefunktion jetzt getestet. Das zeige ich euch jetzt hier. So, jetzt schalte ich das Ganze mal auf Solar um. Die Bedingungen sind nicht optimal, es ist noch ziemlich bewölkt, aber es soll jetzt noch weiter aufreißen. Ich lasse das jetzt mal laufen hier eine Zeit lang, und dann werde ich gleich auch nochmal eine Testfahrt machen. Und zum Solar umschalten muss ich jetzt hier nochmal umschalten. Das ist leider bei dieser Powerstation ja immer nötig. Unter Settings Input Source schalte ich jetzt hier auf PV. Und dann muss ich meinen Schalter hier umlegen auf Solar. So, und dann schauen wir uns mal an hier, wie das hier aussieht. Aha, okay, hier geht Strom rein. Also Spannung habe ich hier anliegen, und jawohl, es fängt an zu laden. Mit sogar, wow, 77 Watt. Weil die Bedingungen sind nicht gut. Noch gar keine volle Sonne hier, aber sie ist schon da. Ja, das ist richtig klasse. Also die Solaranlage ist auf jeden Fall gut. Die rockt schon mit den 300 Watt. Das ist natürlich echt eine ganze Menge. 150 jetzt schon bei den Bedingungen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und diese Umschalter hat sich auf jeden Fall schon mal bewährt bei uns. Ich würde ihn sogar beim nächsten Mal noch so bauen, dass man ihn von außen direkt bedienen kann. Vielleicht ändern wir das auch noch. Denn bei der AC200P ist ja so, dass die automatisch anspringt bei Solarladung, aber manchmal dann halt, wenn bewölkt ist, gar nicht viel genug Energie bekommt, um irgendwie ihren Eigenbedarf zu decken. Und da ist natürlich auch praktisch, manchmal kann es einfach ausschalten, so dass man wirklich sagt, hier, da soll jetzt gar keine Energie reingehen. Das soll jetzt einfach aus sein. Das kann ich auch noch einen Vorteil sagen. Eine Ergänzung auch noch zum Aufladen über Kfz. Die ist die Aufladegeschwindigkeit hier, also der Strom. Der ist ja leider bei den Powerstations immer begrenzt auf die Möglichkeiten des Zigarettenanzünders. Da ich das aber jetzt hier so direkt mit der vorderen Batterie verkabelt habe, könnte ich natürlich theoretisch viel mehr Strom hier rübergeben. Und eine Möglichkeit, um das noch wirklich zu beschleunigen, beziehungsweise hier wirklich sehr effektiv auch aufzuladen, ist natürlich die, dass ich mir einfach einen Wechselrichter quasi dazwischen schalte und dann mit dem ganzen normalen Netzteil auch auflade. Das heißt, ich baue mir einfach einen Wechselrichter an die Fahrzeugbatterie dran. Da muss ich natürlich auch dann wieder sicherstellen, dass der nicht läuft, ohne dass der Motor läuft. Also entweder über so einen Spannungswächter oder irgendwelche anderen Tricks, Relais, Umschalter mit der Zündung oder sowas. Und dann kann ich natürlich über einen Wechselrichter aus der Fahrzeugbatterie, also aus der Lichtmaschine heraus, während der Fahrt direkt mit sehr viel mehr Strom über das normale Netzteil eine Powerstation aufladen. Auch das ist wieder so ein bisschen unschöner, ist wieder sehr viel dann hinten drum dran gebaut. Deswegen habe ich das auch jetzt nicht weiter verfolgt.
Ich denke, bei uns ist so diese Lösung mit 300 Watt Solar und dann die Möglichkeit auch mit 125 Watt über Kfz Lichtmaschine aufzuladen, soweit erstmal absolut akzeptabel. Aber wir werden weiter berichten über unsere Erfahrungen und es gibt immer noch Gründe, Folgevideos zu machen mit neuen Ideen. Und wenn ihr da noch weitere Ideen, Fragen habt, schreibt es super gerne in die Kommentare. Es gibt übrigens auch andere Powerstations, die so einen Hochstromausgang haben. Ja? Zum Beispiel die Gold Zero Powerstations, auch eine interessante Marke, habe ich leider noch nie getestet. Bin ich auch noch mal scharf drauf, werde ich mir für nächstes Jahr mal vornehmen, da auch Produkte zu testen. Und zwar ab der Größe 1000X, Gold Zero 1000X, haben die Geräte auch einen 12 Volt Ausgang mit mehr Strom. Die 1000X hat hier 12 Volt, ich glaube 15 Ampere auch. Also da ist es noch ein bisschen knapp, wenn man irgendwie Standheizung und Kühlbox und alles zusammen irgendwie dranhängen will. Aber ab der 1500er hat man schon 30 Ampere. Ne? Da ist hier so ein, wie nennt sich das nochmal hier, so ein Anderson, Mini-Anderson-Stecker oder sowas ist hier entsprechend verbaut. Da kann man dann wieder ein Kabel reinstecken und sich da entsprechend seine ganze Camper-Elektrik anschließen. Genauso wie ich das auch mit der Powerwalk hier gemacht habe. Also das sollte theoretisch auch gut funktionieren. Habe ich jetzt, wie gesagt, keine persönlichen Erfahrungen mit. Aber verschiedene Leute haben ja immer schon berichtet von solchen Geräten, dass die auch damit sehr zufrieden sind. Also das wäre vielleicht auch noch eine Option. Und noch zwei interessante Geräte will ich auch erwähnen. Einmal so ein Lithium Power Supply, LPS. Das kennen vielleicht viele von euch sogar schon. Die sind schon länger auf dem Markt. Die sind allerdings auch recht teuer, aber natürlich sehr hochwertige Hochleistungsgeräte. Das ist quasi so eine komplette Camper-Stromversorgung. Mit Lithium-Batterie sogar. Hier zum Beispiel 100 Amperestunden Lithium-Batterie ist hier verbaut in der 2000 Watt-Version. Und ja, die hat 2000 Watt Wechselrichter und die hat halt entsprechende Hochstromanschlüsse. Die kann ich also quasi direkt mit Ladebooster oder mit der Lichtmaschine direkt verbinden und kann da sofort in sehr schneller Zeit wieder viel Energie reinbringen. Also genauso, als wie eine Standard-Camper-Elektrik eigentlich aufgebaut ist. Ne? Das ist im Prinzip alles einfach in einem Gerät hier fertig aufgebaut. Und genau das gleiche oder sowas ähnliches ist auch die Akkubox von Active. Die habe ich auch schon länger im Visier. Die wollte ich eigentlich auch schon dieses Jahr mal testen. Da bin ich sogar mit Active in Kontakt. Das wird auch noch kommen. Habe ich jetzt für Frühling 2022 geplant. Dieses Jahr war die sehr schwer nur lieferbar. Wegen bekannten Gründen, Materialknappheit, Containerstau und so weiter, Corona-Effekte. Viele Produkte, gerade so aus der Elektronikbranche, sind ja teilweise nicht richtig gut lieferbar gewesen. Oder es gab halt Produktionsengpässe und so weiter. Und bei der Akkubox hier von Active war das auch der Fall. Und die ist aber jetzt schon erhältlich, soweit ich weiß. Verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Dazu, wie gesagt, irgendwann in Zukunft auch nochmal ein Video. Das ist sicherlich auch ein interessantes Gerät, weil die hat auch im Prinzip alles verbaut, was man so benötigt hier. Aber sie hat halt die Möglichkeit auch über Hochstrom aufzuladen. Und sie hat halt auch einen Ausgang, der wirklich dann sehr viel Strom liefern kann, wo man seinen gesamten Camper problemlos dran anschließen kann. Ja, dieses Video ist jetzt wirklich super lang geworden. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Eure Fragen wurden beantwortet. Wir werden weiter ausprobieren, wie sich das bei uns bewährt. Und natürlich im Frühling, Sommer 22, nächstes Jahr, gibt es wieder neue Videos dazu. Da werde ich auch mein Tutorial dann mal fertig machen auf meiner Webseite, wo ich dieses ganze Thema Camper Elektrik nochmal sehr ausführlich, aber übersichtlich in einem Artikel zusammenfasse mit den beiden letzten Videos. Und es kommt übrigens auch eine neue Version der AC200, AC200 Plus oder AC200P Plus. Ich weiß nicht mehr noch nicht ganz genau, wie sie heißen wird, aber so Anfang nächsten Jahres wird es auch ein Nachfolgemodell geben. Und ich hoffe mal, dass da schon einige dieser jetzt erwähnten Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt sind. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und auch ihr dürft gespannt sein. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt hier auf meinem Kanal. Es gibt noch jetzt dieses Jahr auch noch ein, zwei Videos zu Powerstations wahrscheinlich. Auch noch spannende neue Geräte. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es super gerne unten in die Kommentare bei YouTube. Bisher habe ich da immer noch alle sinnvollen Fragen beantwortet. Das werde ich auch weiterhin tun. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn ihr dabei bleiben möchtet. Gerne auch natürlich auch immer den Daumen nach oben klicken, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das hilft mir auch weiter. Unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, jede Menge Infos, Updates, Materiallisten zu dem Bastelkram, was ich alles gezeigt habe. Schaut da mal rein. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video und bis bald. Tschüss. Ich habe aber noch eine Frage. Ja, dann fragen Sie. Und zwar, du sagst, das ist der Fluxkompensator. Ja, warte, bei der Frage muss ich ja den Fragenden füllen. Ach so, das ist ein Fluxkompensator. Ja. Welche Einstellung nehme ich denn, wenn ich auf Blitz gehen will? Also ich meine, wir kennen ja alle Zurück in die Zukunft. Oh. Der Fluxkompensator, der kriegt den Blitz.
Der ist für Blitz auch, ne? Ist das die Stellung 0? Nee, das ist, wenn du im Jetzt wieder ankommen willst, 0. Du kannst hier, aber es ist die Frage, in welche Richtung du reisen willst. Hier auf 1 ist Vergangenheit, 2 ist Zukunft. Ah, und 0 ist Gegenwart. Das ist ein neuerer Fluxkompensator, der da kannst du sagen, Vergangenheit oder Zukunft. Ja, 0 ist Gegenwart, genau. Aber nein, ich, also du, weil, ja, geil. Aber der Fluxkompensator, der stellt ja die Energie zur Verfügung, wenn du dich erinnerst. Und der wird ja mit Blitzenergie geladen. Mhm, genau. So, die müssen ja extra an die Uhr mit dem ganzen Gedöne, wenn du dich erinnerst. Das ist eine neue Version. Ah. Du kannst, das geht ganz einfach. Ich habe das ganze Auto ist schon super energetisch aufgeladen und dadurch kann man jederzeit in die Zeit reisen. Du musst also gar nicht keinen Blitz mehr haben. Du kannst einfach hier wählen, ob du in die Vergangenheit, in die Zukunft quasi reisen willst. Energie. Ja, freie Energie, genau. Mhm. Ja, cool. Ja, schon. Ja, sehr geil. Wir reisen im Quantenfeld oder was, ne? Ja, cool. Hm?